Die Haut ist mit deinen Haaren und deiner Kleidung das Erste, was man sieht, wenn man dir zum ersten Mal begegnet. Und von daher möchte man natürlich, dass die Haut immer on point aussieht, auch im Winter. Im tiefen Winter wird unsere Haut vor allem aufgrund der trockenen Luft und der großen Temperaturunterschiede besonders beansprucht und wird damit meist auch sehr trocken und sehr rau und braucht dementsprechend auch besondere Pflege. Und genau dazu gibt es heute die passenden Tipps. Erstens, versuche mehr Lipide bzw. Fette in deine Hautpflegeroutine zu integrieren. Warum? Im Winter wird es draußen natürlich oft sehr kalt und die Luft wird sehr trocken und dementsprechend braucht deine Haut mehr Fette produziert. Produziert aber weniger Fette von Haus aus. Apropos Haus, stell dir deine Haut vor wie so eine geklinkerte Steinmauer von einem Haus. Die einzelnen Steine sind deine Hautzellen und der Speis bzw. der Zement dazwischen sind die Fette bzw. Lipide. Und damit deine Steinmauer, aka deine Hautschicht, auch im Winter schön aussieht und gut hält, musst du einfach diese Lücken, also da wo der Zement und der Speis zwischen den Ziegelsteinen ist, die musst du dann dementsprechend schön mit Fetten auffüllen. Und je trockener deine Haut dementsprechend im Winter ist, desto mehr Lipide bzw. Fette solltest du nachschieben. Und grundsätzlich ist es halt so, je trockener deine Haut, desto mehr Fette benötigst du. Und je fettiger und feuchter deine Haut, desto weniger Fette und Lipide benötigst du. Klingt logisch, oder? Im Winter hat man große Temperaturunterschiede. Draußen ist es oftmals sehr kalt und drin die Wohnung bzw. das Haus ist meist immer schön geheizt. Und durch die Trockenheit und durch diese Heizungsluft liegen oftmals tote Hautschüppchen auf deiner Haut drauf, die deine Haut einfach müde und rau wirken lassen und die müssen halt von Zeit zu Zeit immer mal wieder abgetragen werden. Heißt, deine alte Steinmauer muss einfach so ein Stück weit abgetragen werden, damit die neue Steinmauer kommen kann und damit deine Haut einfach nicht mehr so müde und so trocken wirkt und damit sie einfach fresher und jünger aussieht. Und wie macht man das Ganze? Für dein Gesicht kannst du zum Beispiel ein leichtkörniges Peeling verwenden in Kombination mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste und dann einfach dein Gesicht ordentlich reinigen. Und bei der Reinigung werden halt alte Hautschichten Step by Step abgetragen. Und ich kann dir sagen, nach der Anwendung wird sich deine Haut auch direkt jünger und fresher anfühlen. Und falls du noch auf der Suche bist nach einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste oder anderen Gesichtsreinigungsprodukten für den Winter, schau unten in die Infobox rein. Ich verlinke dir da passende Produktempfehlung. Und grundsätzlich ist ein Körperpeeling, so ein Ganzkörperpeeling im Spa-Bereich natürlich auch was richtig Feines. Nicht nur für deine Haut, sondern auch zum Relaxen. Also darüber kannst du im Winter definitiv auch nachdenken. Drittens, der Wirkstoff Retinol. Wenn du deine alte Hautschicht abgetragen hast, also deine alten Hautschüppchen Step by Step von deiner Haut runter sind, musst du natürlich deine Haut passend zum einen schützen, mit einer passenden Creme zum Beispiel, um die eingangs angesprochenen Lipide bzw. Fette nachzulegen. Zum anderen musst du aber auch dafür sorgen, dass die Zellen sich erneuern von Haus aus und dafür ist der Wirkstoff Retinol sehr gut. Heißt, halte mal Ausschau nach einer Retinolcreme, denn Retinol regt Kollagen an und dementsprechend auch deine Zellerneuerung von innen heraus. Bedeutet, deine alte Hautschicht ist abgetragen und jetzt möchtest du natürlich eine schöne neue Hautschicht haben und Retinol hilft dabei, diese Hautschicht, diese neue Mauer von innen heraus zu produzieren. Viertens, achte auf eine milde Gesichtsreinigung im Winter. Wenn du nämlich im Winter zu aggressive Reinigungsprodukte verwendest, die du zum Beispiel im Sommer verwenden kannst, dann wird deine Haut einfach noch trockener und wir haben ja eingangs gelernt, Lipide und Feuchtigkeit sind gerade im Winter sehr, sehr wichtig und von daher achte auf eine milde und feuchtigkeitsspendende Gesichtsreinigung, damit deine Haut nicht noch zusätzlich austrocknet. Fünftens, Seren und Konzentrate. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Hautcreme zum Beispiel im Winter nicht reichhaltig genug ist für deine Haut, kannst du zusätzlich auch Seren oder Konzentrate verwenden. Bei Seren und Konzentraten ist es so, dass zum Beispiel ein bestimmter Inhaltsstoff, wie zum Beispiel Hyaluron, in einer sehr hohen Konzentration in einem Serum drin vorkommt und dementsprechend die Feuchtigkeit dann in deiner Haut perfekt speichert. Einen Punkt solltest du auf jeden Fall bei Seren und Konzentraten beachten bzw. hinter die Ohren schreiben und zwar folgendes. Du musst erst das dickflüssigere Produkt nehmen. Heißt, du verwendest als erstes deine Creme, ja, die ist natürlich dickflüssiger als ein Serum oder ein Konzentrat und benutzt anschließend dann erst ein Serum und Konzentrat, weil es natürlich dünnflüssiger ist. Heißt, kannst du auch so merken, ist wie im normalen Leben, wenn du ein paar Kilo zu viel drauf hast, ja, arbeitest du dich von dick nach dünn. Das solltest du auf jeden Fall an dieser Stelle beachten.
Ein, zwei Tropfen von einem Serum oder Konzentrat kannst du im Winter ideal als Abschluss bei deiner Hautpflege verwenden, um einfach die zuvor verwendeten Produkte nochmal mehr in deine Haut einwirken zu lassen. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video ein paar hilfreiche Skincare-Tipps mit auf den Weg geben für eure Hautpflegeroutine im Winter. Falls ihr noch irgendwelche besonderen Hausmittelchen habt oder irgendein paar besondere Tipps, dann schreibt es gerne in die Infobox. Teilt das Video sehr gerne auch mit euren Freunden. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.